Warum liegt die VCS-Initiative so schief in der politischen Landschaft? Die Initiative führt zu einer gigantischen Umverteilung von der Strasse weg auf die Schiene und wird darum einen volkswirtschaftlichen Schaden erzeugen, weil immer noch mehr als 80% von der Transportleistung von der Strasse erbracht wird und am Schluss praktisch keine Mittel mehr für die Strasse, für den Unterhalt, für aber auch den Neubau von dringend nötigen Strassenabschnitten zur Verfügung steht. Und was kann man politisch machen, muss man politisch machen für die Fahrt in die offenkundig falsche Richtung? Man muss vor allem die VCS-Initiativen ablehnen, weil die zu einer gewaltigen Verlotterung von unseren Strassen führt, zu einer auch grossen, massiven Erhöhung der Benzin- und Dieselpreise. Und sie wird auch zusätzlich keine Lösung bieten. Wir brauchen aber Lösungen und darum müssen wir auch seriös und auch ausgewogen diskutieren, wie dass wir unsere Verkehrsinfrastrukturen, sei es die Strasse oder die Schiene, wie wir die in Zukunft finanzieren wollen. Jetzt hat der Bundesrat in seinem Gegenvorschlag Ideen von den Initianten aufgenommen und eingewoben. Was sagen Sie da dazu? Das ist bedauerlich, dass der Bundesrat nicht klar zu einer Ablehnung der VCS-Initiative kommt, sondern dass er gewisse Elemente übernimmt und damit einen Gegenvorschlag macht, der eigentlich das Problem auch nicht wird lösen, sondern noch zu einer weiteren Verwässerung wird von dieser Verursachergerechtigkeit führen und vor allem auch wird dazu führen, dass die Finanzierung der volkswirtschaftlich wichtigen Verkehrsinfrastrukturen nicht mehr gesichert ist. Danke, Nationalrat Hutter, für das Interview.